Hallo zu Friede, Freude, Smartphone. Das ist meine Videoreihe zur App Signal auf einem Android-Smartphone. Und heute zeige ich Ihnen, wie Sie mit Signal Nachrichten versenden. Dafür öffne ich die App Signal und hier sehe ich Personen, mit denen ich schon in Verbindung gestanden habe. Wenn die Person hier noch nicht draufsteht, dann tippe ich hier auf diesen blauen Stift. Jetzt werden mir alle Personen angezeigt, mit denen ich über Signal in Verbindung treten könnte. Das heißt, das sind die Personen, die in meinem Adressbuch stehen und auch Signal benutzen. Ich wähle hier eine aus. Und als erstes möchte ich eine ganz normale Nachricht schicken. Hier habe ich mein Eingabefeld, da steht auch schon Signal Nachricht. Und hier tippe ich rein und gebe meine Nachricht rein. Ich schreibe einfach nur mal Hallo. Und am Ende der Zeile ist ein blaues Symbol, der sieht wieder aus wie ein Papierflieger. Und diesmal ist allerdings ein Schloss dran. Damit will Signal zeigen, dass hier die Nachrichten wirklich verschlüsselt sind. Ich tippe hier drauf und die Nachricht wird gesendet. Jetzt erscheint ein erstes Häkchen, das heißt, die Nachricht hat mein Smartphone verlassen. Danach sehe ich ein zweites Häkchen, die Nachricht ist bei meinem Gegenüber angekommen. Und wenn beide Kreise dunkelgrau sind, dann heißt das, die Nachricht wurde gelesen. So schicke ich also eine ganz einfache Textnachricht. Wie sieht es aus, wenn ich eine Nachricht bekomme? Ich schließe hier einmal und lasse mir jetzt eine Nachricht schicken. Jetzt erscheint hier eine kleine 1, das heißt, hier ist eine Nachricht in Signal angekommen. Ich tippe hier drauf und auch hier sehe ich eine 1 und auch hier tippe ich drauf und sehe die Nachricht an mich. So tauschen Sie also einfache Nachrichten auf Signal aus. Im nächsten Video zeige ich Ihnen, was Sie an einer Signalnachricht alles dranhängen können. Wie immer, wenn es Ihnen gefallen hat, ich freue mich, wenn Sie den Daumen nach oben tippen und diesen Kanal abonnieren. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!